Sehr geehrte Frau Bundesminister, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, durch den erschütternden Fall Teichtmeister, der aus unserer Sicht noch nicht endgültig abgearbeitet und aufgeklärt ist, ist in diesem Thema des Kindesmissbrauchs etwas in Bewegung gekommen. Das ist positiv zu bemerken und es hat hier die Bundesregierung mit diesem Gesetzesvorschlag auch einen Schritt in die richtige Richtung gesetzt. Das ist auch der Grund, warum wir heute zustimmen werden. Dennoch geht es für uns eindeutig nicht weit genug und wir sind der Meinung, dass hier etliches noch fehlt. Und wir haben daher einen Antrag schon eingebracht im Ausschuss, der interessanterweise vertagt wurde. Also er wurde nicht abgelehnt, sondern vertagt mit dem Hinweis, naja, da sind Punkte drinnen, über die wollen wir noch diskutieren. Das heißt also, der eindeutige Hinweis darauf, man hat selbst von der Regierung erkannt, man ist erst den ersten Schritt gegangen und es fehlen noch weitere. Und das ist genau eben unser Antrag, unser Kinderschutzpaket, das freiheitliche Kinderschutzpaket. Und ich will Ihnen daher heute noch einmal die Möglichkeit geben, dem zuzustimmen, weil es ja offensichtlich auch mit Ihrer Intention zusammenpasst. Und es ist ein Entschließungsantrag, das heißt, wir haben keine konkrete Formulierung. Sie können also heute zustimmen und können sagen, ja, das sind alles Punkte, die wir teilweise vielleicht heute umsetzen, aber die darüber hinausgehenden Punkte halten wir auch für gut und richtig. Und ich bringe daher den Antrag der Abgeordneten Fürstecker, Stefan und weitere Abgeordnete betreffend Kinderschutzpaket ein. Wie folgt. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Justiz, wird aufgefordert, dem Nationalrat einen Gesetzentwurf, der folgende Punkte zum Inhalt hat, zuzustimmen. Und zwar ein lebenslanges Tätigkeitsverbot für Täter überall dort, wo sie mit Minderjährigen und allen anderen schutzbedürftigen Personengruppen zu tun haben können, nämlich ein absolutes. Wir beschließen heute auch eines, aber das hat Lücken. Die drastische Verschärfung der Mindest- und Höchststrafen bis hin zur lebenslangen Haft. Hier gehen uns die Straferhöhungen zu wenig weit, vor allem Mindeststrafen wären oft notwendig. Ein lebenslangen Strafregistereintrag, das ist auch ganz wichtig im Zusammenhang mit dem Tätigkeitsverbot und damit zusammenhängend ein kostenloser Zugriff auf das eigene digitale Strafregister, damit man nachweisen kann, dass man eben hier nicht belastet ist. Ein Verbot öffentlicher Förderungen für Einrichtungen, die verurteilte Kinderschänder beschäftigen. Die Übernahme aller Therapie- und Verfahrenskosten der Opfer durch den Staat, der sich diese vom Täter wieder zurückholt. Den Ausbau der Volksanwaltschaft zur zentralen Anlaufstelle für Kindesmissbrauchsopfer. Die Ausdehnung der zivilrechtlichen Verjährung auf über 30 Jahre hinaus, das ist auch sehr wichtig, weil ja gerade Opfer des Kindesmissbrauchs erst sehr spät die Möglichkeit haben, das aufzuarbeiten und tätig zu werden. Den Ausbau aller Kapazitäten im Kampf gegen Kindesmissbrauch. Ein Verbot von Kindersexpuppen und sogenannten pädophilen Handbüchern, das fehlt hier völlig im Gesetz. Den Ausbau der psychologischen Verfahrenshilfe für Opfer während des Verfahrens und den Abbau von Hürden beim Zugang zu Triebhämmern, auch ein ganz wichtiger Punkt, weil in Wirklichkeit dort tatsächlich die Gesellschaft geschützt werden kann. Ich hoffe also auf ein Umdenken bei den Regierungsparteien und vor allem und auch bei den anderen Parteien und um Zustimmung zu unserem Antrag.